So Freunde, wir sind wieder unterwegs. Es ging um 7:30 los und die ganze Chose begann mit einem Aufstieg durch Wald, über Wiesen, über Steine. War schon hart, nach so einem Pausentag wieder reinzukommen. Wir haben es jetzt 10:30, stehen hier oben auf unserem ersten Pass. Es ist heiß, es wird auch immer heißer. Die Aussichten sind 40 Grad. Ansonsten ja, sind wir einigermaßen gut erholt und voll gefüttert. Und freuen uns auf alles, was jetzt kommt. Da ist er wieder, der Gletscher von vorvorgestern. Naja, an der Schäferhütte oben haben wir Wasser aufgefüllt. Und dann in diesem Zirp sind wir erst ein bisschen flacher gelaufen, bis wir dann diese ganz krasse Wand da auch hoch sind, über so ganz lange Zigzags. Mhm. Und das war dann oben der Col de Hers, oder die nennen das hier Roquette de Hers. Mhm. Da oben geht's jetzt rüber. 2600 Meter. Stündchen noch. Einmal waren wir oben. Ja. Genau. Und der war diesmal auch gar nicht so breit. Nee, 2 Quadratmeter. Relativ schmal, ja. Mhm. Richtig. War, glaube ich, der schmalste Pass, bei dem wir bisher sind. Mhm. Normalerweise waren die echt deutlich größer. Mhm. Ja, und dann sind wir auf der anderen Seite wieder runter. Dann war das aber schon alles ganz schön klein, kieselig, sandig. Ja, der Abstieg war klein, geröllig und auch relativ schmale Zigzags. Sehr steil auch. Da muss man sich halt konzentrieren, wenn du bei jedem Schritt
immer auch damit rechnest, dass das wegrutscht. Mhm. Natürlich auf die Nase. Kopf auch anstrengend. Das ist total anstrengend. Ja. Da oben war der Pass vorhin. Und jetzt sind wir, weiß ich gar nicht, 170 Meter tiefer auf dem zweiten Pass. Mhm. Vogelfutter. Mhm. Ja, und jetzt geht's weiter zum Lac du Lot, wo wir hoffentlich ein schönes Plätzchen vor uns haben. Und vielleicht mal ins Wasser springen können. Ich bin gespannt. Wenn wir da oben sind, dann ist da der See, dann können wir da unser Zelt aufbauen. Genau. Wir dachten immer, wir sehen es eh gleich und dann ist das ja nochmal ein anderes Verständnis von, ah, jetzt gehen wir zum Ziel, wenn du es siehst. Aber das war so nicht. Und auch danach, um die nächste Kurve drumherum, wir hatten da nochmal aufs Navi geguckt, ja, waren wir uns sicher, dahinter ist der Teich, also wir können super Karten lesen. Nein, da ist auch nicht der See. Nee. Naja, und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht, als wir noch eine Kurve gegangen sind und dann klar war, okay, um die nächste Kurve kommt jetzt auch kein See, dass man wirklich nochmal diese eine Bergflanke komplett entlang muss. Und selbst als wir die durchquert hatten, bist du ja hier nochmal durch so eine Wiesenfels-Hügellandschaft nochmal eine Viertelstunde gelaufen. Limestone Paradise. Ja, genau. Und dann endlich haben wir es Blauglitzern sehen. Und ich war zufrieden und dachte, ah, es gibt ihn, den See. Ah ja, so viel dazu. Also es war auf jeden Fall ein schöner Tag und ja auch gar nicht 18 Kilometer, glaube ich, ne? Und wir waren jetzt 6 Stunden auf Punkt unterwegs. Also es war jetzt ja nicht so ein langer Tag. Guten Morgen! Wir befinden uns gerade am Port de Barut auf 2534 Metern. Und ihr seht im Hintergrund den fantastischen Bergsee. Dort haben wir heute übernachtet auf 2366 Metern. Und seht euch mal diese Aussicht an. Es ist fantastisch. Ansonsten wird es hart. Wir haben 1500 Meter im Abstieg heute. Und werden in Pasan heute Abend ankommen. Dort werden wir
nochmal unsere Lebensmittel auffüllen für die nächsten 6 Tage. Und ja, ansonsten sind wir gespannt, was der Tag heute so bringen wird. Danach begann halt der Abstieg, der dann 14 Kilometer bis nach Pasan dauert. Ne? Ja, genau. Ja. Und 1400 Höhenmeter waren es. Und der Abstieg war eigentlich ganz gut, weil der nicht so extrem steil war. Der war schon relativ gut zu laufen. Und dann weiter unten im Tal haben wir diese 15 Isards gesehen und 3 Kühe. Genau, dann sind wir weiter runter ins Tal. Und da kam dann der Typ mit dem Sack um die Schulter, der die ganze Zeit so gemacht hat. Und wir dachten so, hä? Und irgendwann haben wir aber gesehen, dass ihm da irgendwie eine Herde von 20, 30 Kühen gefolgt ist. Und dann kamen wir auf die Straße, das waren schon noch mal, ich weiß nicht, 5-6 Kilometer Richtung Pasan gelaufen. Und in Pasan haben uns dann schon die ersten Supermärkte erblickt. Aber vorher sind wir noch weiter bis zur Petrol Station. Und an der Petrol Station gab es nämlich auch ein Restaurant, wo schon viele Leute saßen, unter anderem Dave und Jane. Und wir haben dann da 5 Cola getrunken und 2 Burger mit Pommes. Und um 18 Uhr oder was sind wir dann wieder auf Tour gegangen. Das war auch so eine Dirt Road, die wir da steil hoch sind und es war heiß. Und sind wir bestimmt noch mindestens 5 Kilometer oder was gelaufen, ehe wir dann da einen geilen Platz hatten. Und unterwegs haben wir Philipp und Will, mit denen sind wir dann halt, wir sind dann quasi zu 6 so ein Stück weiter gelaufen. Und die anderen 4 sind dann weiter als wir gelaufen, weil die alle kein Wasser hatten. Und wir hatten aber genug Wasser dabei und hatten echt einen super coolen Spot.
der Aufstieg erstmal war total anstrengend. Ich habe mir komplett die Lunge aus dem Leib. Das war total anstrengend. Ich wollte halt. Hat doch ewig gedauert, ne? Als ich oben angekommen bin, eigentlich gar nicht weitergehen. Weil es war wirklich die letzte Energie, die ich hatte. Ich musste sich wirklich stark zusammenreißen. Es war so heiß. Ich bin raus. Hart. Was ist da hinten? Haben wir da oben eine kleine Pause gemacht und dann haben wir den Descent angetreten. Also ich weiß nicht, wie für dich war, aber für mich war schon nach 50 Metern klar, oh ja, also mein Gehirn war aus und meine Muskeln wollten auch nicht mehr und es war wirklich... Du musst immer aufpassen, genau. Jeder Schritt muss überlegt sein und das ist halt auch das, was dann wirklich anstrengend ist. Bei Dave mal geguckt, wo Möglichkeit ist, um vielleicht das Zelt aufzuschlagen. Dave macht das ja gerne und vor allem kann er es auch. Ja. Von der Power her. Ich war gestern Abend wirklich sehr dankbar, dass Dave da war. Weil so wie der dann irgendwie noch diese extra hunderte Meter runter und wieder hoch und vor Ort geguckt. Ja, aber er hat dann eine Stelle gefunden, da sind wir abgestiegen. Dann haben wir uns im Fluss gewaschen, das war schweinekalt. Es war wirklich so kalt und wir waren komplett, also ich war komplett erledigt. Und irgendwie hat das alles nicht so viel richtig Fun gebracht. Aber ich war sehr, sehr glücklich, dass wir das Zelt aufschlagen konnten. Wir waren so müde, also ich war auch so müde und kaputt. Ja, ich glaube, ich bin sofort geschlafen, war echt durch. Ja, und wir hatten ja 28 Kilometer, über 2000 im Aufstieg und 1700 im Abstieg. Da war schon echt enorm.